Intelligente Verknüpfung von Informationen als Grundlage der Einsatzplanung und Taktik. Ingo Sundermann erklärt die praktische Handhabung der Module Statustableau und Ortung innerhalb der Selectric IDEX. Wir sehen hier eine Kombination aus unserem Statustableau und dem Ortungsserver. Auf der linken Seite das Statustableau und hier einmal die Ortung. Durch Markieren unterschiedlicher Funkgeräte wird in der Ortung automatisch das Fahrzeug des jeweiligen Users angezeigt. Die Funkgeräte können den unterschiedlichen Gruppen zugeordnet sein, dementsprechend auch mit unterschiedlichen Bildern hinterlegt. Da sieht man hier einmal als Symbol ein Polizeifahrzeug oder da ein Feuerwehrfahrzeug. Das Statustableau zeigt den aktuellen Status des Funkteilnehmers und bietet dadurch einen schnellen Überblick auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen. Anhand der von den Funkgeräten übermittelten GPS-Koordinaten werden die Positionen der Geräte auf der Karte des Ortungsmoduls dargestellt. Der Statusserver kann automatisiert eine Quittung schicken, das heißt ein eingehender Status wird sofort von diesem Server quittiert und zur Anzeige gebracht. Die Anzeige kann als Statusnummer auf der rechten Seite oder auch in Klartext gelesen werden. Funkgeräte können administriert werden, das heißt die Opta kann einen neuen Alias bekommen oder auch eine zugeordnete Farbe, sodass man die Gruppen unterscheiden kann, um sich einfach und individuell Einsätze oder ein Team zusammenzustellen. Da der Status-Server webbasiert arbeitet, lässt sich seine Oberfläche über das Browserfenster auf beliebig großen Monitoren abbilden. Das Status-Tableau besticht damit durch seine strukturierte Darstellung und Flexibilität.